Und was ist denn das jetzt schon wieder? Gestern bin ich da auch so durchgerusht wie gerade. Nur da hatte ich keine Time, also keine Zeitherausforderung. Auch geil, das mit den Pianos. Dass man die hier immer so schlagen hört. Wusstet ihr eigentlich, dass ich wirklich so ziemlich der erste Let's Player der Welt war? Das hört sich jetzt zwar lächerlich an, aber als ich 3 Jahre alt war und das Spiel 1998 mal gezockt habe, habe ich mir eine Kamera geschnappt, habe mein Gameplay mit der Kamera aufgenommen und hab's ein bisschen kommentiert. 1998, da war ich 3 Jahre alt. 1998. Da siehst du. Nicht schlecht, ne? Der erste Let's Player der Welt. Ich hab's nur halt noch nicht so genannt. Und YouTube gab's damals auch überhaupt noch nicht. Das Internet an sich war eine Sache, die eigentlich total außen vor geblieben ist. Ja. Verdammt, da will ich jetzt nicht reinkommen. Das klingt jetzt vielleicht wirklich ein bisschen abgehoben, aber ist jetzt mein Ernst. Ich habe wirklich mit 3 Jahren, 1998 halt, habe ich mal so ein Video gemacht. Boah. Mist, das ließ sich einfach nicht verhindern. Und wir haben hier, by the way, so eine richtig geile Raygun. Als Spielzeug. Nicht so ein nerdiges, komisches Teddybärlein. Boah, wie ich die Mistviecher hasse. Jetzt komm! Jetzt kann ich gleich wieder neu starten. Das gibt's doch gar nicht. So. Jetzt heißt aber Time Challenge, jetzt ist bei allen hier. Jetzt ist bei allen angesagt. So. Geil. Jetzt ist wirklich richtig, richtig kritisch. Jetzt beeil dich doch mal. So. Mit etwas Glück haben wir noch die Möglichkeit, es zu schaffen. Wir müssen uns aber jetzt verdammt nochmal beeilen. Jetzt wird's richtig Krisensitzung. Okay, ich starte neu. Dann können wir das Leben wenigstens noch sparen. So, das hätten wir eh irgendwann machen müssen mit der Time Challenge. Ich bin heute einfach zu schlecht und mir tut schon wieder der Daumen weh, weil ich gerade mit dem Steuerzeug, Kreuz, Steuerzeug. Hört sich auch an wie Feuerzeug. Nee, ich zock mit Steuerkreuz, wir haben noch 35 Leben. Ja, und die Endgegnerin hier in dieser Stage ist richtig schön unangenehm. Lalalala. Yeah. Boah, die alten Spiele, das ist pure Nostalgie für mich, Leute. Pure Nostalgie. So Spiele wie Crash Bandicoot, wie ich schon erwähnt habe in einem anderen Part. Crash Bandicoot, Donald Duck halt hier. Und ganz viele andere Sachen von Disney. Disney Hercules, das war auch richtig geil. Naja, müssen wir mal gucken. Bäh, dieser dämliche Opa. Yeah. So, dieses Mal dürfen wir uns nicht so leicht erwischen lassen. Drüber einfach, drüber. Oh, fuck. Oh, verdammt. Zack. Und wieder die geheulen Geräusche von den Pianos. Kling, 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 kling. Ich zock ja auch ab und zu mal gerne, aber... Also Piano. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht hier. Da reg ich mich gerade mehr auf als Donald, auch wenn es nicht so rüberkommt. Ich weiß nur die Folge von Donald Duck, wo er damals seinen Computer gekriegt hat. Boah, das war lustig. Hat er sich auch über das Ding dermaßen aufgeregt. Tschüss. Na, du Opa, du kriegst mich hier nicht, verdammt nochmal. Ah, das Spiel hat gerade ein bisschen gehakt, muss ich sagen. Hups. Yeah, Headshot. Wir haben eine gute Headshot-Quote. Bam. In your face, Alter. So. Mann, ey, das gibt's doch hier gar nicht mehr. Wofür habe ich denn hier die Raygun überhaupt mit? Wenn die nicht funktioniert. Ach so, das ist ja nur ein Spielzeug.
Mann, wenn ich die aus Black Ops nehmen würde, dann würde ich denen damit den Kopf wegfegen. Nee, das kannst du mal schön lassen sein, Kollege. So. Super. Da haben wir es doch noch geschafft. Wow, wow, alter Milchshake. Let's go. Ich weiß nicht, wie lange ich unverwundbar bin. Das ist immer so eine Frage der Zeit. Deswegen bin ich jetzt schon vorsichtig. Was? Was? 1:13 Uhr und ich habe vorhin einfach mal neu gestartet. Ist ja ganz egal. Ah, die Time Challenge, die war eigentlich ganz leicht, muss ich sagen, an der Stelle. Ja. Ach, alter, geil. Voll gerusht jetzt mal, ohne Witz. Yeah. So, direkt ins nächste Level. Shreks unheimlicher Horror. Korridorkurs. Oder so. Ich weiß auch nicht. Müsst ihr mal gucken. Ich trinke gerade hier ein bisschen Apfelsaft. Nein, das ist kein Jim Beam. Das ist Apfelsaft. Auch wenn es so aussieht. Oder auch nicht. Let's go. Und ab jetzt beginnt die Zeit des Russians wieder. Und das hat nichts mit Russland zu tun. Nein. Russian hat nichts mit Russland zu tun. Außer man schreibt es anders. Aber ich meine halt ein anderes Russian gerade. Nee, nee, nee. Ich bin auf den Hexenbesen hier drauf. Der ist bestimmt auch von Gundel. Das ist übrigens die Endgegnerin hier. So. Ich frage mich auch, wir laufen die ganze Zeit durch ein Horrorhaus und dann ist eine Hexe unser Gegner in irgendeinem komischen Rundell. Das ist, ja, das ist auf eine bestimmte Art und Weise relativ humorvoll. Muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. Das wird nix, Opa. Ah! Das scheint sowas wie Sarghüpfen zu sein. Das machen ja viele Kinder, Sarghüpfen. Macht man ja dann immer in so einem Horrorhaus. Da kommt er besser. Was sind das für hässliche Zombies? Scheiße. Alter. Ah, ihr könntet... Boah! Ihr könntet ja mal wenigstens Gesundheit sagen. Nicht Gesundheit sagen gehört sich nicht. Also ehrlich, Leute, schämt euch. Ja. Hoffentlich greift dieses Mistvieh mich nicht an. Hops, da drüber. Wo ist drüber mit dir? Boah, ich weiß nicht, was uns hier noch alles Lustiges erwarten wird. Ich habe gestern nicht mehr so drauf geachtet. Okay, ich würde mal sagen rechts, ja. Scheint auch relativ richtig zu sein. Boah, Time Run hasse ich eigentlich. Ich bin jemand, der absolut ungern auf Zeit spielt. Aber wenn es sein muss, dann bin ich gerne bereit, mitzumachen bei der Scheiße. Das wird nichts, Opa. So, jetzt schnell hier weg. Bläh. Jetzt schnell! Jetzt beeil dich mal, Junge. Gibt's doch nicht. Boah. Los! Alter, mein Leben zieht gerade an mir vorbei. Diese ganz verdammte Time Challenge. Yay! Wir haben es geschafft. Wow, schon 3 Level. Yeah. Hallo? Ich dachte schon, Spiel wäre abgeschissen, das wüsste ich aber, ey. Da hätte ich mich jetzt aufgeregt, wie sonst einer Geisterpfad. Hm. So, ich habe jetzt gerade den Apfelsaft ausgesoffen. Die Flasche, die kommt jetzt erstmal hier. Die räume ich später weg. Ja, das ist richtig schön asozial in meinem Zimmer, muss ich euch mal zeigen. Richtig schön assi. So. Und das Level ist auch eins, was ich feiere, weil es einfach hier so, ihr müsst dann wieder da und dann wieder hier. Das ist halt auch 2D gerade. Weil ich feiere bei Horror, feiere ich 2D eigentlich auch. Also zweidimensional die Ansicht, die wir gerade haben. Nicht aus dieser 3D-Ego-Perspektive. Oder Third-Person-Perspektive halt, auch in 3D. Sondern einfach mal in 2D. Nach Lust und Laune.
Egal, wo wir gerade stehen, wir sind immer in der Mitte des Bildes. Es verändert sich nicht. So. Mischek. Weg da. Boah. Das Level ist richtig schön unangenehm. Richtig schön Skill erfordert das. Aber sowas mag ich, wenn ich gefordert werde, nicht zu sterben über einen längeren Zeitraum. Ich mag Herausforderungen. Bei Crash Bandicoot habe ich sogar... Los, jetzt nicht! Ah! Da habe ich sogar mal geschafft, die ersten drei Welten komplett durchzuzocken, ohne zu verrecken. Aber das ist auch Ewigkeiten, ja, und ich bin schon lange nicht mehr so gut. Aus meiner PlayStation 1 Skillzeit bin ich raus, wo ich damals... Boah, hier sieht man es auch wieder. Meine Reaktionen sind nicht mehr die geilsten. Sind zwar immer noch relativ okay, aber bei der Sache zum Beispiel jetzt... Da scheißt du dich ein! Wenn du nicht richtig zockst. So, jetzt aber nochmal. Hier dürfen wir nicht nochmal sterben, weil wir haben ja gerade gesehen, da war nicht mehr so viel Zeit. Nach dem einen Level. So. Dieses Mal nicht, du verdammte Kugel. So, tschüssi. Da renne ich nicht nochmal rein. Aber in die Kugel immer wieder gerne. Nein, das ist natürlich... Okay, auf den warte ich jetzt. Der kann mich jetzt mal kreuzweise, wenn er sich hier verzieht. So. Ja, hier rüber. Ups. Das war jetzt eine knappe Aktion. Boah. Wie wird man auch so gehetzt immer? Ist immer so geil. Ich mag es, gehetzt zu werden. Weißt du was? Ich schnapp mir den Milchshake, genau. Sind wir wenigstens wieder ein bisschen wohl auf. Ja gut, jetzt wieder nicht. Also auf eine andere Art und Weise. Launisch bin ich jetzt gerade überhaupt nicht wohl auf. Hops. Uah. So. Ja, Horror-Feeling ist auf jeden Fall ein bisschen schon gegeben. Boah, ist ein bisschen schon stark gegeben bei dieser ganzen Sache. Ist schon relativ cool. Dann spiel das ab. Das ist auch immer so geil mit dieser Sterbeanimation, wenn man hier in den Abgrund fällt. Sieht dann immer so lustig aus. So, jetzt müssen wir das nochmal ein bisschen besser machen. Ich darf ihn nicht nochmal abstürzen. Boah, hätte der jetzt die Mütze weggeschmissen und hätte sich hier nicht konzentriert auf das, was ich eben für Befehle gibt über den Controller, dann hätte ich mich gerade echt aufgeregt. Hoch mit dir. Drüber. Da stehst du drüber, Junge. Nicht abschrecken lassen. Boah. Das hört sich nach irgendeinem komischen Mistvieh an. Oh nein. Bläh. Boah. Komm. Hups. Was ist das denn für ein komischer Uhrkasten? Komm, Milchshake. Na! Wir haben es geschafft. Nice. Scheiß auf den. Wir haben nicht mehr genug Zeit. Ja! Geschafft! Woo! We have Shuffle LP! Was willst du jetzt mit Shuffle LP? Was weiß ich, Alter? Im Ernst? Wir haben's geschafft, verdammte Scheiße nochmal. Dann machen wir gleich noch das Level mit der Verfolgungsjagd. Dann gehen wir speichern. Und ich schnapp mir jetzt eben was zum Anziehen. Das müsste hier irgendwo sein. Hier. Ah, siehst du. Da war schon ein anderer Anzug. Ja, ich kann mich auch selber umziehen. Dankeschön. Brauchst du nur irgendwo hinhängen, das Ding. So, ich wähle aus. Und zwar das Ding hier. Nee. Hier wird ja doch förmlich vergewaltigt. Oh, das sieht ja mal geil aus. Das werde ich jetzt erstmal anbehalten. Das sieht richtig professionell aus. Das meinte ich mit dem geilen Anzug. So, ich werde jetzt erstmal kurz speichern gehen. Ich mache das doch nicht nach dem einen Level da. Genau. So. Bei dem anderen Spielstand war ich schon ein Stück weiter. Da habe ich in der ersten Welt habe ich das durchgerusht mit dem Time Challenge Dingens und habe noch ein anderes Level fertig gemacht.
Aber doch nicht dem Bossgegner. Ja, kein Problem, Bruder. Und jetzt verpisst ihr da mal. Ich gehe mal in das Level rein. Geisterhand. Geisterhand, Meisterhand. Ihr werdet gleich wissen. Also viele von euch werden wahrscheinlich gleich wissen, was ich damit meine. Wenn ihr den Gegner, der uns verfolgt, erstmal seht. Und zwar jetzt. Oder gleich. Ah, der sieht aus wie die Meisterhand. Ja. Ist nur ein bisschen langsamer und irgendwie ein bisschen... ich weiß nicht. Ich glaube, der steht nicht so auf Action. Weil er ist so langsam. Unser Donald ist da anders. Der ist total Horror-Feeling, Alter. Horror-Action. Horror-Action-Thriller. Was gibt es Geileres? Stirb. Ja gut, dann bei dir was anderes. Aber nee, jetzt mal ganz im Ernst. Lass mal hier ein bisschen durchrushen. So schwer ist das Level nicht. Oh, Gundel, das wird schwer. Dieser Bosskampf, der wird richtig schwer. Den habe ich, gestern habe ich den schon gemacht, so aus Fun. Weil ich wieder Bock auf das Spiel hatte und nicht alles im Let's Play erst machen wollte, sondern auch privat erstmal ein bisschen zocken. Scheiße. Na, geh weg da. Ich wollte privat ein bisschen zocken und das habe ich dann durchgezogen. So. Uah. Wie findet ihr es eigentlich, dass so viele... Ach ja, genau, das ist hier auch so eine Möglichkeit. Wir wurden auch noch nicht einmal erwischt. Jetzt kann ich mich wenigstens mal kratzen, wo wir gerade unverwundbar sind. Aber jetzt muss ich schon wieder springen. Naja, wie findet ihr es eigentlich, dass alte PlayStation 1 Spiele im PlayStation Network und im PlayStation Store halt so, ich weiß nicht, was von beiden man jetzt dafür bezeichnen kann, aber dass man die käuflich erwerben, also beziehungsweise kaufen kann. Auf, also für seine PS3 und PSP und auch PS Vita. Weil ich finde das ziemlich geil. Da habe ich mir auch viele alte Spiele nachgekauft. Weil ich sie halt damals, ja, von Freunden hatte ich. Ich hatte eine gecrackte PS1. Und habe halt. Bei dieser gecrackten PS1 habe ich dann halt einfach mal gezockt aus Lust und Laune. Also mehr oder weniger die Spiele hat mir einer so gegeben und ich hatte sie nicht als Originale. Und dann habe ich mir überlegt, das jetzt mal nachzuholen, damit die Entwickler dann auch noch ein paar Euro dafür kriegen, dass ich so viel Spaß hatte mit ihren Spielen. Gehört sich ja auch so. Ich wusste gar nicht, dass die Spinne gar nicht gefährlich ist. Bäh. Da wäre ich gerade fast abgestürzt. An der Stelle bin ich gerade auch gestern richtig schön oft abgestürzt. Nämlich einmal. Für mich ist das schon oft. Also Leute, seid nicht so sauer, wenn ich hier erzähle, das ist für mich oft. Das ist einfach so. Für mich ist einmal abstürzen ein absoluter Fail. Weil es einfach nur peinlich ist. Das ist Gewöhnungssache, dann stürzt man auch nicht mehr ab. Was ist das denn? Ah, eine Spektralbarriere, okay. Ich weiß nicht, womit die betrieben wird, aber ich will es, glaube ich, auch gar nicht wissen. Ja. Jetzt bin ich gerade mal richtig in Lauf hier, richtig in Phase, Alter. Boah, bin ich müde, ey. Gestern wieder ein bisschen die Nacht gezockt. Heute Let's Play halt. Let's Play mache ich auch nicht immer so gerne wie zocken. Gundels Teufelsgewölbe. Naja, wenigstens haben wir was Gutes an, wenn wir die nette Dame treffen. Aber wahrscheinlich, ich finde Hexen nicht so geil. Auch wenn ich sie gerne mal treffen würde, also eine wirklich eine Hexe, die es auch drauf hat und auch hexen kann. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Da geht's, ist alles eh wahrscheinlich Lüge. Wenn das nicht so sein sollte, dann, falls das eine Hexe gerade sieht, bitte nicht sauer sein. Willkommen in deinem Verderben. Dies ist ein Grab. Fehlt da nicht irgendwie bei deiner Aussprache das D? Oder war ich jetzt irgendwie der Einzige, der das gerade... Ja, und bei dieser Aussprache fehlt die Logik. Und auch wieder ein wunderbarer, geiler Rettungsring um Gundel herum. Mann, was sind das für Mistviecher? Verzieht euch mal. Was sind das für komische Würmer? Jetzt geh mal weg da, ey. Geh mal weg mit deiner GEMA, Alter. Boah, ey, das gibt's... Boah. Mann! Verpiss dich doch einfach. Boah, ich weiß noch, als ich als 7-Jähriger mal gezockt habe, da bin ich 38 Mal verreckt. Naja, dürfte eigentlich passen. Wir haben ja genug Leben auf Lager. Ich werde jetzt erstmal die zwei Mistviecher hier fertig machen. Oh, ey, das gibt's doch nicht.
Einfach mal chillen, Gundel. Einfach mal chillen. Headshot. Ja, ist gut. Headshot voll ins Knie, ich weiß. Ne, der Spruch, der ist auch schon ein bisschen alt, aber immer noch bewährt und gut. Macht immer noch Spaß. Bäm! Yeah, ich habe ja nur 30.000 Mal zugeschlagen. Aber ist ja auch egal.